Das ist Pan. Die Betelnuss besteht aus einem Blatt, ist ein Pfeffer, und ein Pfefferblatt, und darin sind die verschiedenen Gewürze, und Kalk ist immer dabei, und die Areku-Nuss, das ist, was den Speichel dann rot färbt. Da die Einheimischen oft so roten Speichel haben, gab es viel Anlass zu Kannibalengeschichten der frühen Reisenden. Pan wurde schon seit Jahrtausenden wurde es in Südasien gekaut, zur Anregung, spielt in fast allen religiösen Zeremonien eine Rolle. Den Toten wird es als Wegzehrung mitgegeben, man kann die Götter verehren, besonders den Liebesgott Kama. Wir kennen ja Kama Sutra, und das öffnet das Herz und die Leidenschaft. Marco Polo war der erste Mensch aus dem Westen, der Pan beschrieb. Aber es geht zurück bis in die alte Harappa-Kultur. Pan wird bei Hochzeiten gegeben. Es wird bei der Zeremonie der Einweihung der Jugendlichen, wenn sie den weißen Faden kriegen, gegeben. Es wird den Toten auf die Zunge gelegt. Und es heißt sogar, die Götter mögen Pan und kauen es gerne. Deswegen sind die Panverkäufer immer so quasi religiös. Da sind immer Bilder von Heiligen oder von Göttern da. Und das Zusammenfalten und Geben ist fast eine kleine Zeremonie. Die Regierung mag es nicht so sehr, weil es angeblich Zahnschäden verursacht. Aber es tötet Darmbakterien und es ist anregend. Deswegen hat sich der Kaffee hier nicht durchsetzen können.